Holy shit, man! Holy shit! Hold on, I'm coming! I don't think these guys want to eat us! You okay? One of those psychos tried to bite me, but yeah. Yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open, that's for damn sure. Ranger station? Ranger station. Maybe we can find some help there. What the hell, man? We're gone 2 weeks and what? Everybody takes up cannibalism? Beats me. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Und zwar State of Decay. Einem wunderbaren kleinen oder großen, ich bin mir nicht sicher, Zombie-Survival-Action-Aufbau-Kram-Spiel aus dem letzten Jahre, das ich mir jetzt gerade im Steam-Sale zugelegt habe. Ja, und wir sind direkt reingeworfen. Zombies greifen an, wir haben keine Ahnung, warum. Wir haben nur diese beiden Freunde. Ebony and Ivory, schwarz und weiß, zusammen auf scheinbar Angeltour. Und jetzt sollen wir zu irgendeinem Forsthaus. Und das würde ich sagen, machen wir auch gleich. Wir haben scheinbar einen Ast, um uns zu verteidigen, den wir auch nutzen werden. Pam, 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 pam. Und nochmal. Vielleicht nicht so viel. Wir haben ja auch Ausdauer. Da unten links. Oh, und ich sehe, unser Stock scheint, soweit ich dieses gelbe Symbol verstehe, erstmal schleichen, schon ein bisschen kaputt zu sein. Aber gucken wir mal. Ne? Ich spiele das hier übrigens mit dem Gamepad, also nicht wundern, wenn ich einfach mal die falschen Knöpfe drücke. Moment. Schade, das hätte eigentlich klappen müssen. Ich wollte ihm eigentlich so einen Todesstoß verpassen. Ja, kümmere dich mal drum, Junge. Genau. Es kann sein, dass ich manchmal so die falschen Knöpfe drücke, weil ich das hier nämlich... Mein PlayStation-Controller... Shit, these guys look messed up too. Yeah. Stay low and keep quiet. Maybe we can get past them without being spotted. Okay, das tun wir. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich hier meinen PlayStation-Controller emuliere und so tue, als wäre es ein Xbox-Controller, weil das wieder eins von den wunderbaren Spielen ist, die von Microsoft sind und deshalb natürlich nur Xbox-Controller akzeptieren. Gut gemacht, Microsoft. Naja, wie auch immer, wir schleichen uns... Oh, fuck! Wir schleichen uns mal hier vorbei, wollte ich sagen. Hat ja wunderbar geklappt. Von Busch zu Busch. Und hier hin. Und weiter. Sie haben uns noch nicht gesehen. Wunderbar. Da ist noch ein Busch, in den wir rein können. Irgendein Zombie in der Nähe? Zombies in der Nähe? Nein. Gut. Dann wandern wir mal weiter. Richtung Forsthaus. Was man unten links auf der Karte schon sieht. Das grüne kleine Häuschen. Sonst irgendwelche Zombies hier? Als ich es angespielt habe, ist hier so eine nette Dame umherspaziert. Aber die scheint es sich dieses Mal anders zu überlegen. Da bin ich gar nicht so unfroh drüber. Oh, da ist ein Zombie. Jetzt möchte ich mal diesen Todesstoß ausprobieren. Der müsste eigentlich funktionieren. Das ist nämlich links und dann... Y. Mal gucken. Ah, Patsch. Das funktioniert doch wunderbar. Den mag ich jetzt schon. Den werde ich, glaube ich, öfter mal benutzen. Es ist wahrscheinlich die beste Idee, wenn wir nochmal im Schleichmodus bleiben. Schließlich ist das Nicht-Entdeckt-Werden in einer Zombie-Apokalypse, die hier ja scheinbar ausgebrochen ist, vielleicht nicht die schlechteste Idee. Oh, und das gegen die Wände laufen ist dann doch noch schlechter. Aber ich glaube, jetzt können wir langsam wieder laufen. Denn es scheint, als hätten wir die Forsthütte entdeckt.
Und da scheint wohl ein Arzt oder irgend zumindest jemand, der Ahnung hat, zu sein. Das ist schon mal ganz gut. Hallo! Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. But I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Okay. Und das habe ich mich schon beim Anspielen gefragt. Ich habe es ein bisschen angespielt schon, das Spiel. Sind wir irgendwie im Koma gewesen? Oder scheint das hier... Also das scheint ja so, als wäre diese Apokalypse schon ein bisschen... Apokalypse. Als wäre die schon ein bisschen länger am Laufen. Complete Krankenbereich. Aha. Weil die... Ne? Er meinte bla bla bla. Es sind mehr, als er gedacht hätte. Also ich meine, sind wir einfach nur doof, dass wir das nicht mitgekriegt haben, weil wir so vertieft waren ins Angeln? Versorgungsspind. Aber egal, erstmal nehmen wir mal nochmal hier... wie komme ich jetzt um... Ah, so. Ah, eine Leiste! Mit einer Metallklammer ausgerüstet. Das klingt doch gut. Die nehmen wir doch glatt mal mit. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, Schmerzmittel. Das ist ja wunderbar. Gut, das war's. Haben wir schon mal zumindest ein bisschen Kram. Und da werden wir gleich mal... Das Ding ist beschädigt, das ist doof, deshalb nehmen wir... Hallo. Hier, ich will... verwenden X. Nee, das ist Y. Nee, stopp. Ich komme mit diesen Tasten durcheinander. Tut mir leid. Ich will die doch benutzen. Jetzt ist... zerstören, Y ist also oben, X ist links, B ist rechts und ist unten, keine Ahnung. Er ist verletzt, Wendell Higgins. Können wir dem vielleicht direkt mal helfen? Wir haben noch Schmerzmittel. Wir sind ja nette Zombie-Apokalypsen-Menschen. Hey, Boy! Committed hat mir irgendwas, schon gut. Wendell Higgins kann gerade nicht mitkommen, nicht genug Einfluss. Exzentrisch, mochte Antiquitäten. Mochte? Ist er tot? Er lebt doch noch. Er mag doch bestimmt immer noch Antiquitäten. Oder hat ihn die Krankheit so psychisch fertig gemacht, dass er auf einmal keine Antiquitäten mehr mag? Okay. Gehen wir mal wieder erstmal raus. Wir haben eine Leiste. Die ist schon mal besser. Und wir sollen das Gebiet klären. Mal gucken, was hier so los ist. Und zwar beim Wasserturm. Das weiß ich schon. Das habe ich nämlich beim Anspielen schon gemacht. Good sight lines up there. Das denke ich aber auch. Deshalb werden wir das auch dieses Mal tun. Hier hochklettern. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht für den Anfang, dass man hier hochklettern kann und schon mal gucken kann, was so in der Nähe so los ist. Halte zur Aufklärung LT gedrückt. I'm there. Huch, so, gedrückt halten, nicht einfach nur so drücken. Hier zum Beispiel das Auto. Ein Fahrzeug. Und hier? Baumarkt. Das ist echt praktisch. Was haben wir noch? Das sind Zelte. Campingplatz, sag ich doch. Brauche ich nicht lange für gucken. Er aber scheinbar schon. Und noch ein Campingplatz. Das ist unser Kumpel. Und daneben eine Hütte. Alles klar. Und das ist unser Kumpel, oder? Nein, es ist wohl eine Hütte. Sorry, ich habe es nicht gesehen, dass du eigentlich eine Hütte bist. Das... Noch eine Hütte. Hier. Öffentliche Toilette. Ist jetzt die Ranger Station damit gemeint? Oder das Haus dahinter? Ich hoffe, das Haus dahinter. Haben wir noch irgendwas aufzuklären? Ja, hier haben wir noch was aufzuklären. Noch ein Campingplatz. Eigentlich ja gar kein schlechter Spot. Und jetzt sind wir fertig. Guess that's all there is to see. Oh. Gunshots. Yeah. Guess we're not the only ones having a bad day. If you had a bad day. Na na na. Na 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 na. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist das eigentlich gar kein schlechter Spot hier, wo wir sind. Denn so ein Campingplatz ist auf jeden Fall etwas ruhiger wahrscheinlich
als eine Großstadt. Oh, Zombie. Probiere ich nochmal meinen Todesstoß aus. Oh, komm schon. Na, das hat ja nicht so gut geklappt. Oh, 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 noch einer. Na, das ist ja ganz toll. Wir machen ja überhaupt nicht auf uns aufmerksam. Wir sind die besten Schleicher, die ich je gesehen habe. Wir haben Schüsse gehört, das ist nicht gut. Und die kamen vielleicht daher, wo wir hin müssen. Und zwar Berghütte. Oder? Was ist hier unten? Entfernschüsse. Ah, nee, da unten sind die Schüsse. Campingplatz, alter Picker, Baumarkt. Gehen wir jetzt erstmal zu den Hütten und suchen nach Überlebenden und Vorräten, was wir eigentlich tun sollen. Oder gehen wir zum Baumarkt, wo es wahrscheinlich die cooleren Sachen gibt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Baumarkt. Scheiße auf Questlog. Questlogs sind was für Loser. Wir gehen unseren eigenen Weg. Und Zombies können uns gar nichts. Also wir schleichen unseren eigenen Weg. Oh, da höre ich doch einen. Nicht mit mir, Junge. Oh, der ist schon tot. Er ist ein wenig heiß. Ein kleiner Heißsporn, unser schwarzer Freund. Gut, 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 gut. Wir wandern, schleichen, schleichen. Schleichen, schleichen, schleichen. Mann, es ist so ungewohnt, mit Gamepad zu spielen. Ich spiele so eigentlich ungern mit Gamepad, aber ich dachte, für dieses Spiel ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Oh, ich höre viele Zombies. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine gute Idee war. Gar nicht, ne? War vielleicht doch nicht so schlau, direkt zum Baumarkt zu rennen. Aber gucken wir mal. Wir können ja hier mal durch die Gegend gucken. Da ist einer, der uns aber, glaube ich, nicht sieht. Zwei sind da, aber die sehen uns nicht. Das ist schon mal gut. Wir haben hier noch welche. Nein, hier haben wir keine. Das ist gut. Da drin, mit ziemlich wahrscheinlicher Wahrscheinlichkeit, also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Oh, fuck. Das sind viele Zombies. Bam, 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 bam. Ich mach sie aber alle kaputt. Kann ich jetzt ihn hier eigentlich... Denn die sieht mich ja nicht, ne? Oh, das hat nicht geklappt. Wie ging denn dieser Todesstoß nochmal? Links und dann hier. Oder was? Nee. So, oder? Na, ich weiß nicht. Wir suchen erstmal, durchsuchen den Baumarkt. Das sieht doch vielversprechend aus. Hallo. Oh, Fertigkeit verbessert. Öffne mir den Steuerkreuz, dein Tagebuch und sieh... Weiter geht's nicht. Alle Fertigkeiten... Mhm. Aber ich muss keine Punkte verteilen, ne? Sieht nicht so aus. Das ist gut. Ich mag Punkte verteilen nicht. Hey, hier sollst du eigentlich noch runtergehen, oder? Punkte verteilen ist immer so unglaublich anstrengend. Status. Was haben wir denn hier so? Einfluss, Bevölkerung, Arbeit. Kann ich mit allem noch nicht viel anfangen. Gucken wir uns später nochmal an. Verfügbare Aktionen. Okay. Was auch immer. Ich wollte erstmal jetzt hier durchsuchen. Ne, hier wohl nicht, aber... Da kann ich durchsuchen. Hoffentlich hören uns die Zombies nicht. Oh, ich glaube, die Zombies... Ich sehe zwei Punkte. Sich... echt recht fix bewegen. Schicke Machete, die nehmen wir doch gleich mal mit. Ich glaube, sie haben uns gehört. Oh oh. Mhm, sie haben uns gehört. Hey, komm her. Dich mache ich auch noch platt, du Vollidiot. Komm schon, Schädelklatscher, Schädelklatscher. ich meine... Oh nein, Gewalt! So, ich glaube... Oh, nee, da ist noch einer. Komm schon. Ah, du hast gesehen. Okay. Komm, das kriegst du alleine hin, oder? Die Zombies sind recht easy hier. Also, ich denke mal, das ist... Also, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt vorher. Auch nicht wirklich von viel gehört. Jetzt einmal irgendwo gesehen und... Alles ruhig hier, das ist doch gut. Einmal kurz gesehen und fand es schon ziemlich geil. Hab jetzt einfach mal zugeschlagen.
zuschlagen, ne? Hab ich einfach mal. Und ja, wollen mal gucken. Oh, warte mal, wir haben eine Machete gefunden. Ich bringe mich selbst ein bisschen durcheinander. Und wollte einfach mal gucken, wie das so ist. Aber es sieht nicht so aus, als wäre es wirklich ein Survival-Spiel, sondern wahrscheinlich schon eher ein bisschen Hau drauf. Achso, ne, hier ist ja. Machete, was kann die denn?